Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu den unglaublichen, komplexen und düsteren, avantgardistischen, umfangreichen, magischen, abschweifenden und glamourösen, ungeplanten und geistreichen, wohlgeformten, zahlreichen Kristallinen, häufig unterbrochenen, vielseitig fesselnden, bahnbrechenden und nicht so richtig tiefsinnigen, fremdartigen und hektischen, apokalyptischen und regnerischen, mysteriösen und unmenschlichen, belebenden, hübsch ausgeleuchteten, gasförmigen, langwierigen und dazu noch explosiven, verlängerten und den Gottverdammt nochmal auch ziemlich musikalischen Abenteuern von Balduin von Helsing 2. Oh mein Gott. Ich möchte mich ganz herzlich dafür entschuldigen, das ist so spontan passiert. Ich habe mir das nicht vorher gründlich überlegt. Ich hoffe, ich habe nicht zu schief gesungen. Ja, willkommen zu den auch etwas improvisierten Abenteuern von Balduin von Helsing 2. Schaut hier, hier, oh ja. Verdammte Level 60. Und das in 2,5 Tagen, oh ja. Ich habe mich die letzten beiden Tage mal ein bisschen, beziehungsweise heute und gestern mal ein bisschen reingehängt und ein paar Level gut gemacht und bin in der Tat mit Veteranen komplett durch. Das heißt, wir können jetzt zum einen mal gucken, was die unendliche Geschichte macht. Wir können das Szenario startet direkt. Nun gut, dann kümmern wir uns wohl erstmal ums Szenario. Was ich sagen wollte, ist, wir können uns eigentlich auch noch um die Tintenjagd kümmern. Was nämlich der erste, vielleicht auch einzige, keine Ahnung, bislang auf jeden Fall einzige Story-DLC ist. So, übergelaufene Tunnel, eine Schatzsuche, tiefe Mine, Wahnsinn und Stahlbezirk. Stahlbezirk, Wahnsinn, das könnte die neue Single von dieser super bekannten deutschen Industrial-Band sein. Meine Damen und Herren, auf Platz 1 der deutschen Singlecharts, Stahlbezirk mit ihrem Kracher Wahnsinn. Klingt ein bisschen so, oder? Oh, was geht denn hier ab? Zwei Hüte mit Fragezeichen. Und das haben wir hier so. Düstere Felsen, verlassenes Versteck, Labyrinth der Benommenheit, was? Übergelaufene Tunnel, genau da wollen wir hin. Kann ich da hin? Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt auf Spielen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe mir Szenario vorher auch gar nicht angeguckt. Was muss ich hier jetzt machen? 5 Schätze finden, das kann ich. Ich bin nämlich nicht nur Monster Hunter, sondern auch Treasure Hunter. Oh yeah. Was macht das hier? Du erhältst Vorteile durch die Anzahl ausgewählter Bedingungen. Aha. So. Ich werfe mal einen Blick in mein Inventar, denn in den letzten paar Leveln ist da natürlich ganz gut was passiert. Mache mal die kleine Statistik dazu auf. Wow. Ich glaube, es hackt. Kann ich hier nicht mal... Gehe ich halt zurück in die Leere, bevor ich hier beschossen werde. Kenne ich ja nix. So. Also, ihr seht, ich habe hier, einen kleinen Schadensboost erfahren. 5500. Und für den sekundären Skill mal fast 10.000. Dazu habe ich dieses hübsche Teil. Meine Resistenzen konnte ich auch ein bisschen pushen. Das ist aber auch dringend nötig. Das macht nämlich gar nicht so viel. Also so 1347 physischer Widerstand ist gar nicht so wahnsinnig viel. Das blockt nämlich einfach mal nur 28%. Das ist gar nicht so richtig viel. Das Ding ist noch das alte. Die Maske kennen wir auch noch aus der letzten Folge. Das Ding hingegen ist neu. Das kann ich sogar noch verzaubern.
Das mache ich einfach direkt mal. Nebenbei könnt ihr noch einen Blick hierauf werfen. Wir sind halt nicht so wahnsinnig doll. Machen halt ein bisschen Blitzschadenbonus und Widerstände. Der Gürtel, ja, ist halt so ein bisschen Rundumschlag, auch mit Widerständen, Willenskraft. 8% Feuerschaden ist halt zugegebenermaßen nicht so geil, aber Elementarwiderstand war ganz wichtig. Die machen auch nochmal fett physische Verteidigung, physische Schadensverringerung und Gegenstandsverteidigung und auch nochmal Widerstände. Also ihr seht schon, ich habe hauptsächlich Widerstände gepusht. Das Ding ist noch alt. Das macht auch Widerstände, Widerstände, Widerstände und ein bisschen Willens- und Zauberkraft für erhöhten Schaden. Und ja, das Ding ist auch noch alt. Ja, also so viel wahnsinnig Neues ist da gar nicht dazugekommen. Bei Katie hingegen ist ein bisschen was neu. Die macht nämlich einfach mal fette 13.000 Schaden inzwischen. Hat hier diesen flöhlichen Plündeler. Den fröhlichen Prügel, wollte ich eigentlich sagen. Mit schönen Crit-Chance. Oh, der kriegt sogar noch eine zweite Fähigkeit. Also der hat noch einen inaktiven Bonus, sehe ich gerade. Ja, also ist bei Katie hauptsächlich Widerstände und Schadensboost, ne? Mehr ist das letztendlich nicht. So, was hatte ich noch nicht verzaubert? Das Amulett. Elementarwiderstand? Nee, will ich eigentlich nicht. Wenn, will ich physischen Widerstand? Oder irgendwas mit Blitzschaden? Blitzschaden wäre nice. Aber irgendwie kriege ich immer nur Eis- und Feuerschaden. Plus Blitzschaden kriege ich aus Prinzip nicht. Aber plus 6% Schaden wäre natürlich nett gewesen, da war ich zu schnell. Das wäre auch gar nicht verkehrt gewesen. Ich will nicht Eisschaden, 6% Schaden. Ja, macht schon ein bisschen was, aber... Ach, ich weiß nicht. Giftschadenbonus, nein, 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 nein. Oh. Crit-Chance, 5% Crit-Chance ist gekauft. So, kann ich hier noch was rerollen? Oh, fast alles. Basiswillenskraft. Na, okay. Na, egal. Was ist Zauberdrang? Basisglück, das ist schon Max. Giftwiderstand. Ah, habe ich auch überhaupt kein Gold mehr für. Juti. Aber noch ein bisschen Crit-Chance mitgenommen, das ist gar nicht verkehrt. Essenzen packe ich da jetzt mal nicht rein. Ich habe auch in Wirklichkeit gar keine tollen mehr. Also nicht so richtig viele. Wobei, 14, da passt genau eine rein. Entschuldigung, das mache ich jetzt doch nochmal eben. So. Ach Gott. Oh, da habe ich noch was, was ich noch nicht gebraucht habe. 7 Basis Zauberkraft. Das klingt doch entzückend. Einfügen. Danke. So. Was macht das denn? Bereits verwendet. Schade. Dann verkaufe ich das doch eben mal. Time to teach him a lesson. Ja, fuck you. Einfach mal die Fresse halten. So, hier ist alles leer. Gut. Dann eine Sache, auf die ich noch mal hinweisen möchte. Achtet mal bitte ein bisschen auf die Stimme von Dr. Dampf. Do you want something? Oh, just tell me what you need. What about some lemon-flavored essences? Hat der eine andere Stimme bekommen? I need a proper laboratory. I really do. Ich möchte gerne, dass er sagt, yes, it will work this time. That will teach them a lesson. Ja, die Stimme zum einen. Yes, it will work this time. Der klingt verdammt nochmal wie Cartman, oder? Kann mir keiner erzählen. Das ist sowas von Cartman aus South Park. Aber hallo. Spielen. Yes, it will work this time, Kitty. So, Hauptsache 9 Minuten rumgepimmelt und nur Scheiße gemacht. Ich glaube, ich muss auch nochmal... Scheiße, ich habe, glaube ich, gerade was verkackt. Egal. Ich habe ganz viel in das Trophäengedöns reingepackt. Das habe ich gerade mal nicht gezeigt. Was, glaube ich, nicht so clever war. Also entweder sind die hier eh gut. Alter, machen die Schaden. Ach, der hat mich mal eiskalt umgelascht. Okay. Wow. Alter. Respawn in Feldbefehl. Was ist denn eigentlich Feldbefehl? Ist Feldbefehl die Secret Lair? Was schon überhaupt keinen Sinn macht. Okay. Was mir aber die gute Gelegenheit gibt, einmal hier hinzugehen. Warum ist das jetzt so lila? Egal. So, ich habe hier nämlich ganz viel Kram ausgewählt.
Und eigentlich will ich das alles gar nicht. Weg da. Also ihr seht schon, ich habe hier eine ganze Menge mehr Trophäen freigeschaltet. Aber das Einzige, was ich ansatzweise interessant finde, ist hier mehr Crit-Chance, mehr Bonus, bla bla bla. Also ganz viel Crit-Gedöns für 20 Ausweichen-Basis. Aber ihr habt ja gerade schon gesehen, wie oft die ausgewichen sind. Wo kommen denn die? Achso, die Goldschatztruhe kann ich wahrscheinlich erst... Die sind neu. Wann kann ich die aufmachen? Eine gute Frage. So, also jetzt. Hier kann man übrigens nochmal den ganzen Schwierigkeitsgrad ausstellen von dem einstellen von dem ganzen Spaß. Und man kann... Eigentlich konnte man hier auch die Anzahl der Sonderbedingungen hochstellen. Hier ist nämlich Sperrfeuer, das heißt, Harkers Armee gibt nicht auf, sie jagt dich. Bereite dich auf Artillerie-Sperrfeuer vor. Ja, haben wir ja schon gesehen. So, neuer Versuch. Jetzt treffe ich auch mal. Scheiße, viel Schaden macht der Laden trotzdem noch. Warum kann ich denn die Chimäre hier nicht rufen? Die hätte ich ganz gerne. Da, Drecksartillerie-Sperrfeuer. Das hat mich in der einen Mission schon total genervt. Muss das jetzt hier wirklich auch noch sein? Ja, oh, erstmal schön verreckt. Ja, geh aus dem Artillerie raus. Danke. Ja, I need healing. Bevor Healing sagen kann, bin ich schon tot. Herzlichen Dank auch. Alter, kriege ich hier auf die Fresse. Nicht schön. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt auch einfach noch kein Level 60 Equipment. Also zumindest kein komplettes. Ein bisschen, klar, so ein, zwei Items. Alter, und einfach schon wieder verreckt. Ist doch nicht normal. Ey, ganz ehrlich? Fuck that. Was? Was sagen, haben die mich schon wieder gewone-hitted? Das ist aber auch ein bisschen übel gewesen. Ja, die sind ja richtig toll. So, die großen Viecher one-hitten mich und die machen halt überhaupt keinen Schaden. Die lähmen mich halt nur. Oder verlangsamen mich. Ganz spannend. So, Level 60 ist ja übrigens auch Max-Level. Also das nur am Rande, falls sich das jemand fragen sollte. Und ich bin natürlich auch hier jetzt inzwischen Ruf 20 maximal aufgestiegen. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Boni ein, die sind jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Also ich habe mir da auch hauptsächlich Widerstände geholt und ein bisschen reduzierte Abklingzeit, sodass ich hier jetzt auf der... Oh nee, gar nicht mehr. Ich war da mal auf der minimalen Abklingzeit von 0,5 Sekunden und hier war ich unter einer Sekunde. Warum ich das jetzt nicht mehr bin, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber es wird schon irgendeinen Grund haben. Wahrscheinlich nochmal irgendwie Equipment gewechselt und dann dadurch was verloren, keine Ahnung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ganze Skillsystem in Van Helsing ist schon extrem unübersichtlich. Also man steigt zwar noch irgendwie durch, aber unübersichtlich ist es trotzdem. Ich meine, dieser Skilltree macht halt hinten und vorne auch einfach keinen Sinn. Das Einzige, was hier sinnvoll geordnet ist, ist, dass die ganzen passiven, Sachen irgendwie untereinander sind. Aber sonst, hier, wenn man die Skills durchgeht, ist teilweise ein Feuerskill Voraussetzung für einen Kälteskill, der dann Voraussetzung für einen Blitzskill ist, was überhaupt keinen Sinn macht. Abgesehen davon gibt es halt so ungefähr noch, keine Ahnung, 7, 8 Feuer- und Kälteskills gefühlt, also... Und so
3 Blitzskills. Also auf jeden Fall weniger gefühlt. Vielleicht täusche ich mich da auch, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt. Aber das ist schon so, ne? Ich habe gedacht so, okay, da kommt noch irgendein cooler Blitzskill. Aber es kommt halt noch einer und den finde ich vom Handling einfach doof. Genauso wie ich die Viecher hier blöd finde. Die machen mir viel zu viel Schaden. Das ist dann der Nachteil, wenn man so wenig physischen Widerstand hat. So, wo ist hier der Schatz? Alter, das ist einfach nicht feierlich. Ja, schön. Da war die Schatzkiste, alles klar. Oh Gott. Ich, ja, na klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen zu schwach für diesen Kram. Aber naja. Also vom Schaden her geht es sogar, aber ich halte einfach nichts aus. Und ich glaube, da ist ein Item nicht richtig benannt. Ich bin mir nicht sicher, ob das VH2 Mage Cloak 20 heißen soll. So, weg damit. Einmal ins Inventar geguckt. Stein der Leere, der ist ja... Naja. Alter, das Artilleriefeuer lässt einem auch keine Zeit für nichts. Gut, gucke ich halt später nach. Ist ja in Ordnung. Diese ganzen Leichen hier eben auch schon. Warum habe ich die alle übersehen? Mir ist übrigens beim Durchspielen der Kampagne noch ein großartiger Übersetzungsfail aufgefallen. Und zwar kurz bevor man zum Bossfight kommt, nämlich in dem komischen Wald, bevor man da auf diese finale Lichtung geht. Das klingt auch ein bisschen so nach trauriger Umschreibung fürs Sterben. Du gehst auf die finale Lichtung. Also auf jeden Fall, bevor man auf diese Lichtung da geht, ich glaube Dornenlichtung oder so hieß die, wo man gegen die Dryade und Harkas Armee kämpft, kämpft man ja noch, beziehungsweise hat man so als Sidequest hier, töte die fette Spinne und die fette Spinne und die fette Spinne. Und ich weiß gerade nicht, wie man Leviathan auf Englisch ausspricht, nenne ich es jetzt auch einfach Leviathan. Auf jeden Fall muss es im Englisch heißen, irgendwie kill the spotted Leviathan, also auf jeden Fall spotted. So, was beim Gegnernamen, also der hier oben angezeigt wird, mit gefleckter Leviathan übersetzt ist und im Questtext mit der erkannte Leviathan. Also saßen da wirklich zwei verschiedene Leute dran oder saß da nur einer und hat es einfach nicht gerallt? Der erkannte, es macht auch halt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, okay, man hat vielleicht nicht irgendwie den Zusammenhang, dass man die Kreatur, das Monster dazu halt sieht. Das ist ja bei der Übersetzung nicht zwingend gegeben und wahrscheinlich auch eher nicht der Fall. Alter, wie soll ich die denn platt kriegen? Die rauchen mich doch in der Pfeife. Vor allem wird das Vieh immer größer. Kann das mal weggehen? Hallo? Au. Na toll. Hasse mein Leben. Oh. Hauptsache, da droppt man Unique aus der Leiche. Das war auch ganz wichtig. Was macht das denn hier? Alter. Ah, wie die mich einfach instant wegrauchen mit einem Treffer. So, zack. So, es ist einfach... nicht normal, oder?
Ja, und wo wurde ich denn jetzt getroffen? Ich bin schon wieder tot. Also wenn ihr euch wundert, warum ich hier immer mal so durchsichtig werde und nicht direkt sterbe. Ich habe hier dieses tolle Ding als Bonus genommen, zweite Chance, womit man dann eben kurz 4 Sekunden körperlos wird, aber dann halt wieder lebt. Das kann man aber nur alle 3 Minuten einsetzen, beziehungsweise es geht wieder, nachdem man gestorben ist. Das heißt, ich sterbe jetzt letztendlich nur noch halb so oft, beziehungsweise muss nur noch halb so viel Geld ausgeben wie vorher. Es ist aber echt pervers, also ganz ehrlich. Spaß ist anders. Was hat mich denn da getroffen? So, aber ist schon okay. Ganz ehrlich, fuck you. I can't do that. Ey. Na, Hauptsache, die Mistviecher sind jetzt weg. So, ganz ehrlich, ich werde hier jetzt einfach mal durchrushen, wenn ich das irgendwie hinkriege. Die Schatztruhen einsammeln und mich dann verpissen. Weil es, ganz ehrlich, nee. Das macht so einfach keinen Spaß. Dazu käme, durchzurushen. So, jetzt. Hauptsache, er klickt die Schatztruhe nicht an. Alter. Krieg einen Föhn. So. Truhe geleert. Nächste Truhe ist hier. Hier. Truhe geleert. Bleibt noch eine. Hinten links. Yeah. Lasst mich doch alle in Ruhe, ey. Hopp. Hä, warum kriege ich denn hier eigentlich wieder XP? Macht das Sinn? Ich bin verwirrt. Das müsst ihr jetzt endlich mal sterben. Geht doch. So, Szenario abgeschlossen. Sehr schön. Alter. Auch vielen Dank. Warum kann ich jetzt das verkackte Portal nicht benutzen? Wollt ihr mich verarschen? Wozu ist das denn da? Ja. Okay, also die Szenarien sind zum einen, finde ich, extrem unbalanced. Also... Selbst beim Endkampf in der Story bin ich nicht so oft gestorben. Nicht ansatzweise. Selbst die Dryadenkönigin, die mich auf normal ja relativ oft one-hitted hat, hat mich so gut wie gar nicht gekillt auf Veteran. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen bitter. So, jetzt kann ich hier in die tiefe Mine, ja? Tintentor. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Tintentor erscheint, nachdem du eine gegnerische Gruppe vernichtet hast. Was auch immer dorthin durchkommt, es wird auf keinen Fall freundlich gesinnt sein. Na toll. Ah, die Beschreibung ist auch total sinnvoll. Ölmec Arterpen 150 Monster. Also entweder ist das ein Bug oder das ist so, weil es eben Wahnsinn ist. Ich bin mir nicht so sicher. Ich gucke da mal rein und nutze den Ladebildschirm, um einen Schluck von meiner äußerst deliziösen Waldmeisterbrause zu nehmen. Die ist schon lecker. Oh, okay, ich habe
Ah, okay, pro getöteten Feind kriege ich Zeit dazu und ich habe nur eine gewisse Zeit, um eine gewisse Anzahl Feinde zu töten. Was aber, Alter, das ist mal richtig billig. Das ist mal richtig billig. Dadurch, dass hier die ganzen Schwärme ankommen, ist das mal richtig lächerlich. So, guck mal, die kommen jetzt an. Setze ich einmal den Blitz rein. Zack, habe ich 20 Kills mehr. Ach, komm. So, Szenario abgeschlossen. Super Sache. Ah, ganz toll, ganz toll. Gott. Ah, wo kommt denn das jetzt alles her? Würde ich jetzt hier so ein bisschen, also abgesehen von dem Zeitfaktor mit den Nephilim Rifts bei Diablo 3 vergleichen. Wow, Legendary Gegner und lässt Gold fallen. Vielen Dank auch. Aber ganz ehrlich, für was kriege ich denn hier jetzt XP? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Ich würde mich ganz gerne einfach jetzt mal teleportieren. Danke. Warum läuft jetzt eine Fliege auf meinem Monitor rum? Genau hier. Also die seht ihr natürlich nicht. So gut ist das Aufnahmeprogramm dann doch nicht. Ah, Moment. So, weg da. Dann können wir den Stahlbezirk jetzt auch noch machen. Das ist ja ungefähr die gleiche Queste. Wieder 150 Monster in bestimmter Zeit. Mal gucken, ob das jetzt auch so billig wird. Ach, die Gießerei. Ach, jetzt sitzt die Fliege schon wieder da. Und... Achtung. Geh mal weg. Setz dich meinetwegen... Setz dich halt auf den linken Monitor. Aber nicht auf den, auf dem ich zocke. Meine Fresse. So, die habe ich auch den ganzen Scheißtag noch nicht gesehen, ne? Aber kaum mal hier Aufnahme, muss sie halt auf dem Scheißmonitor rumkraxeln. Au. Okay, ich glaube, das hier ist jetzt schon eher mal gebalanced. Wobei, also ganz ehrlich, kriege ich hier pro getöteten Gegner eine Sekunde dazu? Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Ich meine, ich... Man raucht die ja nicht einfach so weg. Schon gar nicht, wenn die mal so... Ah, okay, mit den Kleinen geht das natürlich. Davon ein paar mehr kommen. Ich habe übrigens beim zweiten Playthrough noch ein paar Secrets gefunden. Zum einen dank Tipps in den Kommentaren. Vielen Dank nochmal. Und auch dank halbwegs vollständiger Secret-Liste war jetzt aber nichts mehr mit bei, was ich extrem gefeiert hätte. Also es war nochmal hier so der ein oder andere Altar dabei, wo man nochmal irgendwie einen Gegenstand mitgenommen hat. Ein Item. Doch, was ganz cool war, ihr erinnert euch vielleicht an den gefrorenen Goldfisch, den wir so mal im Fluss gefunden haben. Den kann man in der Tat auftauen, hier in der Foundry auch. Und der gewährt einem dann einen Wunsch. Und dann kommt Katie halt zuvor, bevor Van Helsing irgendwas sagen kann, und wünscht sich Perlenohrringe. Woraufhin der Goldfisch sagt, ach, na dann, ich dachte schon, ihr wünscht euch einen Pony und verpisst sich dann halt. Und dann hat man halt Perlenohrringe. Ich glaube, die müsste ich auch... Habe ich die noch? Was sind hier die Quest-Items? Achso, Quest-Items habe ich hier jetzt gar nicht mehr. Okay, die waren mal bei den Quest-Items dabei. Die werden vielleicht bei Szenarien jetzt nicht aufgeführt, keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan, ob ich mit diesen Ohrringen irgendwas machen kann. Auf jeden Fall hatte ich dann Perlenohrringe. Joche. Als Quest-Item wohlgemerkt. Also die konnte ich nicht anlegen. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat. Ich glaube, das wird zeitlich einfach nichts, wie ich das hier so sehe.
Also so easy, wie ich da durchgekommen bin bei dem anderen, hier werde ich einfach von der Zeit her, glaube ich, nicht hinkommen. Es sei denn, hier tauchen demnächst nochmal so 50 von diesen kleinen Spinnen auf. Dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden. Die nehme ich auch. Autsch. Okay, also die kleinen Viecher sind echt ganz praktisch. Vielleicht kann ich die großen hier einfach stehen lassen. Vielleicht aber auch nicht. Hier habe ich die dumpfe Befürchtung, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich würde mich ja gerne heilen, aber ich habe nichts. Ja, lauf, 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 lauf. I need healing if possible. Okay, mit ein bisschen Glück wird das vielleicht doch noch was. Komme ich hier irgendwo hoch? Ja, da, okay. Ja, mehr kleines Kropfzeug, das finde ich super. Gern mehr davon. So, ja, doch, das könnte was werden. 30 Feinde noch, 70 Sekunden, das ist machbar. Gerade wenn, ja, wenn hier noch mehr von den kleinen Viechern, ja, doch. Dann wird das alles gut. Vielleicht. Noch 9, noch 7. Noch 5. Fuck. Na, das sind doch mal genau die 5, die da noch stehen. Falls es übrigens jemanden interessieren sollte, General Harker und die werte Dryadenkönigin haben im Bossfight auf Veteranen einfach mal 3,4 Millionen Hitpoints gehabt jeweils. Hat also ein bisschen gedauert. Wobei ich muss sagen, man konnte die wirklich ganz angenehm gegeneinander ausspielen. Also wenn man sich da so ein bisschen Zeit nimmt, dann ziehen sie sich gegenseitig ganz gut runter. Das funktioniert doch dann relativ gut. Sodass man sich dann zumindest nur noch so, naja, insgesamt um ein Drittel der Hitpoints jeweils kümmern muss. Ganz ehrlich, die da oben hab ich mal so gar keinen Bock. Kampagne abschließen, besiegt von Schreck. Und wo mache ich das? Hätte ich das da machen müssen? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe da jetzt einfach mal hin, mal gucken, ob das jetzt noch da ist. Fakt, das habe ich gerade echt erst zu spät gesehen, als ich das Portal leider schon aufgemacht habe. Ja, keine Ziele. Beziehungsweise gesammelte Hinweise. Okay, das ist jetzt wieder was Eigenständiges. Nee. Okay, wahrscheinlich hätte ich nochmal irgendwie Loot und XP. Alter, nee, ganz ehrlich, nicht die Spinnenviecher. Lass mich bloß in Ruhe.
Okay, das war jetzt eher so semi-erfolgreich, möchte ich sagen. Um nicht zu sagen, das war schon eher kacke. Hier ist auch alles weg, ne? Hier jetzt an die Truhe ran? Nö. Ach, keine Ahnung, was ich dazu machen muss. Ganz ehrlich. Ich würde jetzt gerne in so einen alten Bezirk zurück und den nochmal platt machen. Aber. Tja. Ich frage mich auch, was das für ein Level ist, weil das ist hier kein XP mehr. In dem Sinne. Vielleicht kriege ich dann einfach nur noch Fertigkeiten und Fähigkeitenpunkte dazu. Das wäre ganz angenehm. Oder es wird so ein bisschen wie die Paragon-Level in Diablo. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal nächste Folge in den Tintenjagd-DLC rein. Das scheint mir irgendwie im Moment vielversprechender zu sein als die Szenarien, weil ganz ehrlich, dafür brauche ich echt erstmal besseres Equipment. Weil es geht ja gar nicht. Also ich komme halt halbwegs durch, aber das ist ja auch irgendwie mehr durchsterben, als dass es sinnvolles Spielen wäre. Von daher würde ich sagen, belassen wir es vorerst bei den Szenarien und ja, gucken in der nächsten Folge mal in den DLC und dann schauen wir einfach mal, ob wir da halbwegs vorankommen oder ob wir uns da auch durchsterben. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss!